Nun gut. Die Ladefahrt. Oh. Edwards ist schon gegangen? Er holt mir etwas zu essen. Aha. Oh, sieht so aus, als hätten wir sie ganz vergessen. Nichts für ungut, aber wir haben hier wirklich alles abgesucht. Sie sind nicht von der Kriminalpolizei, aber wissen vermutlich, dass es für solche Situationen vorgeschriebene Prozeduren gibt. Das mag sein. Oder es gab nur nichts zu sehen für jemanden, der sonst bloß Dinge von einer Liste abstreicht. Nichts für ungut. McDonald's. Hey, was ist das? Ein Hühnchen-Sandwich. Sie wollten doch Hühnchen, oder? Hühnchen? Großer Gott, Mann, ich sagte bloß kein Hühnchen. Alles nur kein Hühnchen-Sandwich. Jetzt ist er wieder Bauchredner. Nicht mehr und jetzt kann ich nicht mal mehr essen, was ich will. Sehen Sie, womit ich mich rumschlage? Oh, ach, der tut mir echt leid. Der tut mir sowas von leid, der Burke. Ich nehme mal dein Sandwich mit. Ich begreife nicht, wieso Burke kein Hühnerfleisch mag. Bei seiner Figur sollte er mehr davon essen. Touché. Ich muss etwas mit Ihnen durchgehen. Haben Sie kurz Zeit? Klar. Ich muss die Baustelle sehen. Lässt sich das arrangieren? Warum? Was wollen Sie denn dort finden? Haben Sie die verschlossene Tür da unten gesehen? Die hinter den Paletten. Ich vermute, dass sich dahinter etwas Wichtiges befindet. Vielleicht kommen wir von der Baustelle dorthin. Aber das ist nicht der Tatort. Wir können dort nicht hin. Genau. Wir brauchen einen Durchsuchungsbefehl. Was wollen Sie dort finden? Das ist der Teil der Standardputz. Oh, Nee, wir lügen nicht. Ich habe mehrere Hinweise gefunden, die mich davon überzeugt haben, dass hinter dieser Stahltür etwas Wichtiges sein muss. Und von der Kirche aus komme ich da nicht hin. Verstehe. Und diese Hinweise wurden von meinen Leuten übersehen? Es sind nicht gerade Beweise. Im Moment handelt es sich dabei eher um eine Intuition. Eine Intuition? Verstehe. Reden wir Tacheles. Können Sie mir die Genehmigung zum Betreten dieses Gebäudes besorgen oder nicht? Ohne guten Grund. Ich helfe Ihnen so gut ich kann, aber hexen kann ich auch nicht. Aber ich werde es versuchen, damit Sie sich nicht über mich beschweren können. Das wird jedoch eine Weile dauern und der Staatsanwalt wird es vermutlich ablehnen. Ich habe keine Zeit, auf einen Durchsuchungsbefehl zu warten. Vielleicht bekomme ich ihn auch gar nicht erst. Ich muss da irgendwie rein. Jetzt! Das wäre vorerst alles. Kann er uns helfen? Edwards, du bist doch ein ganz Lieber. Ich habe ihm im Moment nichts zu sagen. Aber ich habe dir gerade nichts zu sagen. Was haben wir hier hinten? Wir müssen da rein. Ich habe keine Zeit, auf einen Durchsuchungsbefehl zu warten. Vielleicht bekomme ich ihn auch gar nicht erst. Ich muss da irgendwie rein. Jetzt. Okay, wir haben... Hinter dem Tor sitzt ein großer, grimmig aussehender Hund. Den siehst du? Guck mal hier. Die Regel lässt sich nicht abschließen. Entweder setzt der Baustellenleiter großes Vertrauen auf den Hund, oder jemand hat das Schloss vergessen. Das ergibt keinen Sinn. Warum nicht? Die Stange unter den Riegeln hoch. Oder muss ich das mit der Metallstange machen? Ich könnte den Riegel damit verlängern. Warum? Von welcher Seite gucken wir jetzt gerade eigentlich? Die Stange nehme ich mit. Von hier vorne? Den Riegel auf? Ich kann den Riegel nicht offen lassen. Dieses Monster könnte das Tor öffnen und mich in Stücke reißen. Ich muss den Hund irgendwie weglocken oder beruhigen. Ja. Damit erreiche ich nichts. Müssen wir hier irgendwas bauen oder was? Warte mal. Also. Ich könnte den Riegel damit verlängern. Ja, aber ich kann ihn doch. Ich kann. Hä? So bringt mir die Stange nichts. Okay. Ich stecke sie lieber wieder ein. Ich muss wahrscheinlich noch mehr bauen hier, wie es scheint. Warte mal. Ich könnte den Riegel damit verlängern.
Draht vielleicht? Wenn ich die Stange mit einem Draht am Riegel befestige, kann ich ihn damit bewegen. Hoffentlich irre ich mich nicht und ich kann den Riegel wirklich mit dem Gitter verhaken. Das könnte klappen. Aber ich weiß immer noch nicht, was ich mit dem Hund mache. Ihm ein Sandwich geben. Ach so, hier reinwerfen. Hey, wie wär's mit einem Snack? Hey, Sie dürfen hier nicht rein, oder? Wieso ist da offen? Sie nichts, ich will es gar nicht wissen. Ist da offen? Das war jetzt aber kompliziert nachzuvollziehen, oder? Hätte sie nicht sagen können, der Hund könnte da drüben hin, bla 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 bla, dass das eine Tür ist, die einen anderen Bereich abschottet? Ich dachte sonst was. Ich dachte, wir müssten einen Draht dran bammeln und von der Ferne ziehen oder so. Der arme Hund. Die Bedeutung ist offensichtlich. Ich gehe davon aus, dass ich die Baustelle aber dennoch betreten darf. Eine lockere Krampe, wie man sie oft an Baustellen findet. Ja, ist echt schwer zu verstehen. Was ist das denn? Eine Krampe? So etwas kann ich gut gebrauchen. Arm Dreimaker. Eine Krampe. Das sah aber eben noch ein bisschen anders aus. Ich dachte, es ist das Brett. Ist das eine Krampe? Oder ein... Ist ja auch egal. Aufgrund der scharfen Enden kann ich das Ding jedenfalls gut gebrauchen. Der arme Hund, weil er wieder eingesperrt ist. Das meine ich damit. So, was haben wir denn noch? Wir können jetzt hier hinten hochgehen. Auf den Stapler? Nee. Okay, das sieht jetzt gerade aus wie ein Wimmelbild. Die Baustelle war nicht abgeschlossen. Aber natürlich steckt im Gabelstapler kein Schlüssel. Da. Da müssen wir kurz schalten. Ne? Kurz schließen. Wir können wieder gucken. Aus allen Ecken. Vielleicht sehen wir ja irgendwas. Hier ist... Der Motor liegt unter der Motorhaube und dem Sitz. Mal sehen, was sich unter dem Sitz versteckt. So, was ist da drunter? Huch. Eine Batterie. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll, aber ich schleppe sie bestimmt nicht mit mir rum. Warum nicht? Eine Autobatterie, wie sie auch in den meisten normalen Wagen ist. Dann schließen wir das kurz. Ich glaube nicht, dass ich das gebrauchen kann. Dann nehmen wir den Draht. Ich glaube nicht, dass ich das gebrauchen kann. Hä? Ach so. Das ergibt keinen Sinn. Ist da noch irgendwas anderes drin? Nee, nur eine Batterie. Was ist das hier? Ich bekomme die Abdeckung nicht auf. Irgendwas blockiert sie. Wollen wir die Knöpfchen drücken hier? Oh. Die erste Schraube ist raus. Okay. Die zweite Schraube ist auch raus und die Abdeckung ist offen. Na dann. Jawohl. Das ist die Zündung. War gar nicht so schwer. Also ganz ehrlich, das ist die Zündung? Nein, die Drähte ziehe ich nicht raus. Ehrlich jetzt? Was auf, mit der Krampe oder das was? Das bringt doch nicht. Ah, ich wollte schon sagen. Draht dran? Doch nicht. Nein, Draht. Lass doch mal das Ding los. Lass. So, jetzt. Draht dran und gut ist. Wie soll ich die beiden Objekte denn zusammen benutzen? Nein, die Drähte ziehe ich nicht raus. Okay, dann fehlt hier noch was. Warte mal, was haben wir denn noch? Da ist nichts. Was ist das hier? Ein stinknormales Kabel, das recht neu aussieht. Das stecke ich lieber ein. Okay, dann nehmen wir das. Ein Ende des Kabels ist angebracht. Wo ist das andere Ende? Das packe ich jetzt wohin? An die Batterie oder was? Ich weiß nicht, was ich damit machen soll, aber ich schleppe sie bestimmt nicht mit mir rum. Du sollst doch... Ach so, so. Gut, der Motor läuft. Bei moderneren Autos wäre mir das nicht gelungen. Aber hier sieht die Sache anders aus. Ist ja auch ich packe das Kabel wieder an seinen ursprünglichen Platz. Ist ja auch ein unmodernes Auto. So. Und draußen guckt die Polizei die ganze Zeit höflich zu.
Die Palette blockiert die Tür zur Kirche. Wenn ich da durch will, muss ich sie erst beseitigen. Oh, jetzt war auch schon rabiat gegenüber der Palette. Beseitigen. Ins Jenseits wahrscheinlich. Steuerung des Aufzugs. Können wir nicht fahren? Los geht's. Was? Kann ich nicht mit Tastatur... Ich kann nicht mit Tastatur... Ach, du heiliger Harry. Nein, ich will die Baustelle noch nicht verlassen. Solange der Aufzug in dieser Position ist, komme ich hier nicht durch. Ah, ach so, ich verstehe schon. Ja, ja, okay, 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 okay. Ich nehme den Aufzug. Kann ich die Leiter runterlassen? Ziegelsteinfragment? Der Ziegelstein ist schwer. Hoffentlich brauche ich ihn auch. Genau, ansonsten hätte sich das überhaupt nicht gelohnt, hierher zu kommen. Können wir hier wieder runter, ohne mit dem Fahrstuhl zu fahren? Vielleicht mit der Treppe oder so? Ich bin jetzt hier nur hochgefahren wegen... Was? So, warte mal. So, fährt er... Ich kann nicht über die Kiste hinweggreifen. Aber ich will nicht hochfahren. Wenn ich den Knopf gedrückt habe, müsste mich der Aufzug nach oben bringen. Ich will aber nicht nach oben fahren. Warte mal, mit der Krampe vielleicht. Damit erreiche ich nicht. Vielleicht mit der... Ach nee, die Stange haben wir ja nicht mehr. Mit dem abgebrochenen Bein. Wie soll ich die beiden Objekte denn zusammen benutzen? Ich weiß es doch auch nicht. Mensch, 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 Mensch. Links komme ich nicht vorbei, ohne das Gerüst zu beschädigen. Oh. Na, Moment. Links komme ich nicht vorbei, ohne das Gerüst zu beschädigen. Könnten wir nicht? Links komme ich nicht vorbei, ohne das Gerüst zu beschädigen. Höher lässt sich die Gabel nicht stellen. Aber hier können wir nicht höher machen, ne? Warte mal. Können wir... Links komme ich nicht vorbei, ohne das Gerüst zu beschädigen. Wir kommen aber weiter. Ich glaube, ich habe an der Leiter eben etwas zerbrochen. Oh, warte mal, da ist ein Schloss dran. Ich sehe es. Moment. Da ist ein Schloss dran. Aber... Oh, was ist das hier? Ach, da ist die Leiter. Super. Die Leiter ist unten und einsatzbereit. Das heißt, wir können jetzt runterklettern. Und weil wir runterklettern können, können wir jetzt mit dem Ding... durchfahren. War doch einfach.
Was die alles kann. Ich befürchte, das wird zu schwer. Oh, okay, okay. Wenn die Gabel so steht, funktioniert das nicht. Da steht ein... Ja. Ich mach noch eine höher. So. Oh. So. Höher lässt sich die Gabel nicht stellen. Ach, das reicht ja aus, ne? Hinter dieser Tür beginnt der Kirchenkorridor, in dem eine Palette einen Wartungsschacht versperrt. Ich muss irgendwie die Tür aufkriegen und die Palette bewegen. Ich weiß nicht, wie ich das Schloss ohne Schlüssel aufbekommen soll. Brechen wir da gerade ein? Vor den Augen der Polizei? Damit erreiche ich nichts. Nicht? Das bringt doch nichts. Aber vielleicht die Krampe dagegen schlagen? Wie soll ich die beiden Objekte denn zusammen benutzen? Ich hätte gedacht... Hinter dieser Tür beginnt der Kirchenkorridor, in dem eine Palette einen Wartungsschacht versperrt. Ich muss irgendwie die Tür aufkriegen und die Palette bewegen. Nein, das mache ich ganz bestimmt nicht mit bloßen Händen. Die Türschwelle ist lose. Es fällt kaum auf, aber darunter ist ein kleiner Spalt. Okay, Krampen unter? Ich wusste, dass ich die Krampe noch gebrauchen kann. Na dann. Mist. Na toll. Es ist mir weggerutscht. Ah, ja. Ich verstehe es. Moment. Ich wusste, dass ich die Krampe noch gebrauchen kann. Gib mir das Inventar. Jetzt aber. Wenn ich die Krampe reinschlage, sollte sie halten. Die Türschwelle wurde entfernt und unter der Tür ist jetzt eine recht große Spalte. Hinter dieser Tür beginnt der Kirchenkorridor, in dem eine Palette einen Wartungsschacht versperrt. Ich muss irgendwie die Tür aufkriegen und die Palette bewegen. Ich weiß nicht, wie ich das Schloss... Das ergibt keinen Sinn. Ah, warte mal, jetzt können wir mit dem Stapler wahrscheinlich drunter, ne? Und können mit dem... Ey, was macht die? Oh, warte mal, wir müssen... Ah, ich verstehe schon. Wir müssen noch was... Warte. Kann man das hier nach oben reinstellen? Wir müssen das Ding nämlich loswerden. Nee, wir können es nicht reinstellen. Warte. Machen wir anders. Leiter hoch. Knopf drücken. Wir stellen die wieder hier rauf und fahren hoch und fahren wieder runter. Ah, nee. Geht ja nicht. Wobei, warte mal, wir haben eine Planke. Vielleicht können wir damit drücken. Ich probier's mal. Aber nur so sehe ich halt, dass wir... So, ein Stück zurück. So. Warte mal, geht das vielleicht? Ja. Ist ja nicht so, dass wir den Knopf hätten andererseits drücken können. Sauber. So, jetzt können wir mit dem Ding hier... Aber ich finde schon gut, dass sie einen Staplerschein hat. Das finde ich super. War doch total einfach. Ist ja nicht so, dass wir hier eingebrochen sind, ne? Aber wir sind hier eingebrochen. Oh. Achso, ist die Leiter. Ich dachte schon. Und jetzt kommen wir zum hinteren Korridor. Und hier
ist duster. Naja, die Lampe ist... Siehste, die Lampe ist aus. Sie wäre sowieso nicht durch das Ding durchgegangen, weil es zu dunkel war. Ich verstehe. Es ist zu dunkel, um zu sehen, wo der Schacht hinführt. Haben wir keine Taschenlampe? Wir haben Nichtslampe. Die Lötlampe wird nicht funktionieren, ziemlich sicher. So, habt ihr eine Lampe? Ich habe ihm im Moment nichts zu sagen. Okay. Ich habe ihm im Moment nichts zu sagen. Oder kann ich dann doch rein? Aber er hat doch gesagt, Lampe und so, ne? Oder habe ich nicht wieder ordnungsgemäß geguckt, oder? Ah. Hier ist es zu dunkel, ich kann nicht sehen. Ich halte es für unklug, im Dunkeln herumzusuchen. Ich halte es... Mehr ist hier auch nicht. Also die haben nichts, gut. Ich probiere es trotzdem nochmal. Oh. Sie haben doch eine Taschenlampe dabei, oder? Kann ich mir die mal ausleihen? Aber klar. Eine normale Polizeitaschenlampe. Leicht und mit Xenonbirne. Mit Xenonbirne? Ich gehe kaputt. So, können wir sie anschalten? Nee, können wir nicht, ne? Naja.